Hallo Leute, recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gears 5. So, wir machen da weiter, wo wir aufgehört hatten. Und zwar im Akt 2, Kapitel 1. Und ja, schauen wir mal, was uns dort erwartet. Wir sind ja verbannt worden oder sind ins Exil gegangen, nachdem das alles mit den ganzen Zivilisten passiert ist da, dass die alle gestorben sind bei dem Waffenangriff. Ja, ein bisschen was schiefgelaufen. Und jetzt schauen wir mal, ja, wie es jetzt mit uns weitergeht. Wir starten mal. Ich hoffe mal, dass ich an der gleichen Stelle wieder weitermachen kann. Und wenn es euch gefällt, Leute, lasst mir doch ruhig ein Like, Kommentar oder auch Abo da. Okay, das sieht gar nicht so schlecht aus. Akt 2, Rekrutierungsoffensive. Ja, wir machen genau hier weiter, wo wir aufgehört haben. Sehr schön. Gut, Leute, ich Wir mache haben mal das schon viele Bildmachgerät Non-Cons an. überzeugt, bei der Chor zu kämpfen, aber Servus, Leute. ich habe das Gefühl, diese Nuss wird etwas härter zu knacken sein. Ja, ganz genau. Sprechen Sie an der Dampffarm. Blablabla, ich kann nicht lesen. Gibt es noch ein bisschen Komponenten? Frischer Fisch, ja. Und ich bin echt froh, hier zu sein. Bei dem Fliegen. Das will ich nicht mehr essen wollen. Handgeschnitzte Riftwurmflöte. Hier ist Kite. Diese Flöte mag schlicht wirken, doch alles, was aus Riftwurmknochen gemacht wurde, lässt sich gut verschachern. Sogar in den Chorsiedlungen gibt es eine Nachfrage nach diesen Gegenständen. Soweit ich gehört habe, betrachteten die Lokast den Riftwurm als ihre Gottheit. Ich bin nicht ganz davon überzeugt, dass ich es hier mit einem Teil einer Gotte zu tun habe. Aber die Flöte ist ganz nett. Okay. Hey, wow, die Chor! Willkommen! Und jetzt verschwindet! Schau zum Mensch. Na los, Beut. Ich ertrag Ihren Anblick. Da sind Würmer drin! Es gibt so Tracht Prügelbench. Riesenfisch. Ja, ist voll. Hey, Chor! Willst du mal riechen? Nee. Fast so schlimm wie du. Wir sind da nicht Sehr alle witzig. nett hier gerade. Das Problem ist, dass es da draußen nichts mehr gibt. Alles in einem Umkreis von 20 Meilen ist weg. Es gibt noch genug Orte, die wir durchsuchen können. Wie die Geht weiter, Atomie oben in Arschloch. den Bergen. Ich sagte innerhalb von 20 Meilen. Die Mine ist viel weiter weg. Das Glück ist mit den Tapferen. Oder wie auch immer das heißt. Mutig! Okay, ich werde auch nicht weiter zu gehen. Ich will mir nur ein bisschen umschauen, Leute, weil ab und zu kann man ja doch noch ein bisschen was looten. Alles werde ich eh nicht immer gleich sehen, aber so viel wie möglich mitnehme. Schauen wir mal hier hoch. Scheint nichts zu sein. Ja, hier ist auch nichts. Dann gehen wir mal die Treppe runter. Schau an. Wenn nicht mehr Stim übrig ist als das, steht es um diesen Ort schlechter, als ich dachte. Okay. Hab Alkohol drüber gegossen. Hat wohl nichts gebracht. Hat bestimmt wehgetan. Ich weiß, dass beim letzten Angriff einige gefallen sind. Ein paar. Tja. Nun, was ist mit deiner Hand? Naja, sie tut weh. Riesen
Stoßzähne oder Knochen sind das hier? Okay. Tanz nicht nach seiner Pfeife. Was meinst du, warum Norsko und Lina nach Norden gingen? Sie Feiglinge sind. Okay, das war's. Ich bin fertig. Nichts mehr. Nicht auf dieser Knochenhalde. Mittlerweile wäre ich schon mit dem falschen. Schon, wie lange wir hier noch durchhalten. Ich hätte nichts zu geben. Vielleicht hatte die Chor die richtige Idee, sich hinter Mauern verschanzen und es für eine bessere Zukunft. Ohne Witz, Jen, ist der Chor beigetreten? Davon weiß ich doch nichts. Nächste Woche kommt wieder Nachschub. Oh, nein, ich gern das schon wieder. Ich gehe wieder an die Arbeit. Chor! Der Chief ist durch die Tür durch, unten bei der Dampffarm. Okay. Die Dampffarm. Schauen wir mal weiter. Okay, ihr könnt rein. Durchqueren Sie das Sicherheitstor. Geht's den Hügel runter. Ist nicht zu verpassen. Scheint irgendwo eine Waffenkammer zu sein oder so. Okay. Kraftlose Energie haben Sie. Ja! Scheiße, alles gut? Ich bin okay, ich bin okay. Bleibt weg. Der Dampf brennt euch noch die Haut von den Knochen. Elektroschutz und diese Dinger vertragen sich wohl nicht. Die Referenz. Hey, verschissen! Hier drüben! Wo ist unser Kollege eigentlich? Mason! Ist auch gar nicht da. Geh rein! Warum? Ist es denn schlecht, Faschist zu sein? Klar müssen wir herhalten, wenn die verdammten Chorbots streiken. Ein alter Herr hat die Chor damals wegen der Libys verlassen. Er hat ihn nicht getraut. Na, das schau an. Major Hall. Major Hall und die Kampfameisen. Als die Mauern einstürzten, stand er allein. Erzählte der zähe alte Major aus Holz, Metall und Stein. Mit trotziger Faust trat er der Horde entgegen. Als er die Stellung hielt, war ihm nicht an Lohn gelegen. Er zog die Kapuze hoch mit nur einem Gedanken in jener Minute. Alle Helden haben schlechte Tage und alle Schurken gute. Den Unterschied macht, dass der eine tut, was er kann, das Gewollte, der andere voll Güte tut das, was er sollte. Okay. Gedicht. Warum nicht? Bei Verschwörungen geht es um die Kontrolle über das Ergebnis. Absichtlich seine Armee zu verlieren, ist das denn dabei? Du bist gerade so ziemlich mein einziger Freund. Das ist, um ehrlich zu sein, sieht ja komisch aus. Deprimierend. Glaubst du auch manchmal, dass du es verdienst, wenn dich jemand verlässt? Dass du es verdienst, allein zu sein? Okay, scheint es Waffen zu geben, aber abgeschlossen. Kommen wir nicht ran. Attention! Verfügung zur neuen Dorfordnung. Achtung! Sie hatte ihre Gründe. Freddy und Norsko auch. Scheiß auf ihre. Leg gleich los. Sie haben uns ausgenommen. Ich kann die Technik der alten Verfolger nicht so modifizieren wie Sie. Mir fehlt das Werkzeug. Das hat sie auch geklaut. Ein Profi schiebt die Schuld nie auf sein Werkzeug. Meine Werkzeuge sind nicht schuld. Lina ist die Übeltäterin. Boah, kannst du mal das Labern aufhören? Beruhig dich, atme durch, denk nach. Okay, es geht mir einfach nur auf die Nerven. Die Verteiler nerven mich. Du findest es raus. Eher unwahrscheinlich. Und jetzt habt ihr selber gelesen?
Hier liegt ein Arm rum. Roboterteile. Wie haben wir denn mittlerweile schon? 8 Komponenten. Jetzt können wir hier mal schnellere Aufladung. Blitz lädt sich. Ah, das ist gar nicht schlecht. Okay, jetzt haben wir noch 3. Okay, jetzt wieder vielleicht eine Wiederbelebung reinstecken. Hey, alles okay? Ja. Ja, lass uns. Irgendwie eine Vision oder sowas? Okay. Haufen Komponenten liegen hier rum. Die nehmen wir doch gerne mit. Das läuft hier also alles mit Geothermie? Oh, sieht so aus. Ergibt Sinn, aber das ist eine Menge Bohren. Schätze, der Riesenwurm hat den Großteil erledigt. Okay, scheint nichts zu sein. Wie groß es ist. Norskos Brief. Boss, einige von uns gehen heute fort. Lena und mich eingeschlossen. Wir haben dich und die Art, wie du diesen Ort führst, satt. Erinnerst du dich daran, warum wir Non-Cons wurden? Zum Beispiel, weil wir uns geweigert haben, hinter einer Mauer zu leben. Wie konntest du es der Chor gleich tun und erwarten, dass die Leute dazu stehen? Darüber hinaus ist dieser Ort zu gefährlich geworden. Es kann kein Zufall sein, dass wir so häufig angegriffen werden. Weißt du von der Kreatur, auf der wir dieses Dorf errichtet haben? Die Monster haben sie verehrt. Sie werden diesen Ort zusetzen, bis nichts mehr von ihm übrig ist. Ich hoffe, du kommst zur Vernunft, bevor das geschieht. Okay. Also einige scheinen schon abgehauen zu sein. Das ist er auch schon. Hey, wir suchen nach dem Anführer. Alter Kerl, stinkt nach Bier. Hast du ihn gesehen? Kate. Onkel? Die haben schon so einige Chor bei uns vorbeigeschickt. Dich hätte ich als Letztes erwartet. Die dachten wohl, du würdest mir zuhören. Und was denkst du? Du bräuchtest einen neuen Dekorateur. Ha, das soll sie von uns fernhalten. Und wie hat das so geklappt? Tja, nicht so gut. Schön, dich wiederzusehen, Kate. Dich auch, Onkel. Jetzt pack zusammen. Du musst gehen. Ach ja? Hör zu. Wir haben fast jedes Dorf überzeugen können. Ihr seid die Letzten, die sich weigern. Chor, Non-Cons, das macht keinen Unterschied. Es ist Zeit, diese Dinger gemeinsam zu bekämpfen. Nein,
Zeit, das Gespräch zu beenden. Tut mir leid, Kinderchen. Ihr findet selbst raus. Ich trinke so einen trockenen Mund heute. Onkel! Meine Mutter ist tot, weil sie dachte, wir schaffen es allein. Klar, nur zu. Schick uns weg. Aber wenn du das tust, komme ich zurück, um das, was von dir und den anderen noch übrig ist, zu beerdigen. Und das weißt du ganz genau. Scheiße. Wie oft greifen sie an? In letzter Zeit täglich. Passiert das auch täglich? Nein, tut's nicht. Folterpistole. Wir werden mehr Munition brauchen. Schnappt euch, was ihr findet. Bis dahin benutzt Messer, Fäuste. Alles, was ihr habt. Jäger! Jagd beginnt. Sie kommen unten rein. Wir müssen sie ausschalten. Ja. Greif an. Vorrücken! Da sind noch mehr von denen. Alter. Alter! Hallo, hilf mir da! Okay, jetzt geht schon, man muss auf den Kopf zielen. Wir haben eine Waffenkammer gesehen vorher. Hier ist noch einer, oder? Ah, keine Mühe mehr. Jetzt wird's lustig. Heftiger Bogen. Wir haben alle. Dann öffnen wir das Tor. Wir müssen das ganze Dorf säubern. Wir wollen jetzt erstmal Munition, Bitch. Hab's. Das ist auch gar nichts. Es kommt! Es kommt! Feuern! Onkel, ich hab ihn! Bevor wir noch mehr verlieren. Oskar, du musst mit uns kommen. Deine Leute haben das nicht verdient. Okay. Die Munition wäre echt nicht schlecht hier. Ach, da ist Mu. Jack. Sie kratzen an der Tür. Schnappt euch die Schockfalle. Ich habe eine Idee. Okay, fertig. Schock den Boden bei der Tür und ich lasse sie rein. Achso. Jack, los. Und los! Passt auf, Jungspunde! Mehr Schwarm! Und nochmal, erledigen wir sie!
Boomshot. Ich würde gerne die wechseln. Oder warte mal, nehmen wir die Hammerburst mit. Oh, der gehört zu mir. Die dürfte er nicht mehr haben. Okay, das muss gewesen sein. Mage, komm, zieh durch! Helf mir hoch! Gib auf! Jagen! Besichtigt! Ich brauch Hilfe! Halt, wo schießt denn die auf mich? Da hinten die, oder was? Ich glaube, das war's. Onkel, alles okay? Ja, aber ob das was ändert, wird Monate dauern, bis wir uns hiervon erholen. Noch mehr Gründe, warum du mitkommen solltest. Das Dorf ist doch nicht komplett sicher. Los! Der Notstrom ist aktiv. Wir müssen den Generator überlasten. Ja, wo? Hier. Geht es sicher los? Setzen Sie eine Schockfalle, ja? Geht nicht. Jack, Schockfalle. Danke.
Grenade Launcher. Hallo? Hab dich. Oh Mann, ich bin getroffen. Gib auf. Renn an mir vorbei, geil. Ich weiß gar nicht, wie man hier die Granaten abschießen kann. Lass mal, ich muss mal schauen, gibt es hier irgendwie... Das habe ich damals nicht gelesen gehabt, wie man die Granaten hier abschießen kann. Zielt auf den Platz! Wir sind hier, was brauchst du? Eine Gruppe ist eingekesselt, Chief, bei der Werkstatt! Jungsbunde, sie brauchen uns! Leute! Hoch mit dir! Schrecklich! Wie kann man mit dem scheiß Granatwerfer schießen? Schockfalle! Hoa! Geh zur Werkstatt! Ich kann auch keine Waffenmodi oder so umschalten. Das ist ja blöd. Das nervt mich schon wieder. Wir müssen helfen. Okay. Jetzt weiß ich, wie man die Granaten schießt. Okay. Ist keine schlechte Bumme. Kate, sie halten nicht mehr lange durch. Bin ja gleich da, Mage. Papa ist da.
Geht's hier weiter? Wir sind hier. Was braucht ihr? Wir haben einen Silverback. Aber der Einzige, der ihn steuern kann, wurde verschleppt. Das Ding hält nicht mehr lange. Wie man jetzt reparieren könnte. Wir sind hier. Was können wir tun? Helft uns, sie abzuwehren. Geht klar. Okay. Kannst du die Knarre nicht nehmen? Alter Schwede. Zieht aber auch hoch, die Waffen ist heftig. Leute.
sind erledigt. Dann gehen wir raus und helfen dem Konvoi. Denk brutal, was das waffentechnisch ausmacht, wenn du hier so eine scheiß Waffe hast. Okay, wir sind hier gut durch. Komm schon, wir müssen da raus. Oh, nicht schon wieder so ein Vieh. Weil wir es machen muss. Feuer Nahkampf. Keine Ahnung, was ich machen muss. Heftiger Scheiß. Ei. Er ist hier drüben. Onkel. Halt. Nein! Kate, schau nicht hin. Das willst du nicht sehen. Es tut mir leid. Oh, Scheiße. Kate. Es tut mir leid. Danke, Trady. Fürs Herkommen. Kein Problem. Dürfte ich vorschlagen, die Leute hier wegzuschaffen? Hey,
Mach mal langsam. Fass hat recht, wir müssen los. Was redet ihr da? Oscar ist tot, Mann. Gebt ihr eine Minute. Sie kriegt ihre Minute im Raven. Was zur Hölle stimmt nicht mit dir? Wir müssen los. Ich komm nicht mit. Wie bitte? Seit Monaten habe ich diese Träume. Albträume. Aber ich glaube, es sind Botschaften. Was? Mit mir passiert etwas. Von deiner Großmutter? Es reicht. Darum kümmern wir uns später. Fass, sammel die Leute ein. Ich brauche Hilfe. Es gibt da einen Ort. Im Norden. Vielleicht finden wir da Antworten. Nein, nein. Auf gar keinen Fall. Wir haben Befehle. Kommst du mit mir? Gott verdammt, habt ihr nicht gehört, was ich... Ich gehe mit ihr. Wenn du nicht da bist, wird Jin es merken. Okay. Ich gebe Jack die Koordinaten. Nein, Corporal. Sie kommen mit zurück nach Nuefera. Das ist ein direkter Befehl. Tja, Captain. Ich scheiß auf deinen Befehl. Es geht nicht um dich, sondern um mich. Ich muss das in Ordnung bringen. Hey, pass auf sie auf. Ihre Halskette. Das ist ein Locust-Symbol. Ja, und weiter? Sie würde sich nie freiwillig gegen uns wenden, das ja, weiß sie ich. Würde eher für uns sterben. Das weiß ich. Aber was, wenn sie keine Wahl hat? Nur noch wir beide. Was ist hier überhaupt drin? Ein schneller Ausweg aus diesem Drecksloch. Hey, wenn du ein bisschen Zeit für dich brauchst, wir müssen ja nicht sofort los. Müssen wir doch. Okay, dann brauchen wir Licht. Okay, Leute, wie es aber weitergeht, das schauen wir uns in der nächsten Folge an. Wir müssen anscheinend hier irgendwie in den Norden und schauen, was mit ihr hier ist. Schauen wir uns in der nächsten Folge an. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen und wenn ihr Bock habt, würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn ihr dabei seid. Wieder in der nächsten Folge. Bis dahin wünsche ich noch viel Spaß auf meinem Kanal. Ciao, ciao, reingehauen. Euer Andi.